Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich ein aufgebraucht Video für euch und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Schreibt mir doch als heutige Videoaufgabe gerne mal in die Kommentare, was ihr zuletzt aufgebraucht habt. Ganz egal, ob das ein Produkt aus dem Drogerie- oder High-End-Bereich ist oder vielleicht sogar vom Discounter. Vielleicht habt ihr ja gerade, keine Ahnung, eure Lieblingssüßigkeiten oder so aufgebraucht. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf eure Kommentare und zeige euch jetzt das erste Produkt. Als erstes habe ich eine Mascara von Essence aufgebraucht und zwar ist das die Volume Hero Mascara. Die fand ich immer richtig toll und ich hatte mir die auf Vorrat gekauft, weil die aus dem Sortiment genommen wurde. Das hier war der perfekte Dupe zur They Are Real Mascara von Benefit. Ich zeige euch mal gerade die Bürstchen im Vergleich. Oben seht ihr die Mascara von Essence und unten seht ihr die Mascara von Benefit. Also die Applikatoren sind schon mal super, super ähnlich und auch vom Tuschen her waren die sich sehr, sehr ähnlich. Also mit der Essence Mascara musste man ein paar Mal öfter über die Wimpern gehen als mit der They Are Real Mascara, aber das war überhaupt kein Problem. Ansonsten waren die für mich persönlich wirklich identisch. Leider gibt es dieses Produkt hier nicht mehr, aber es gibt mittlerweile einen Ersatz von Essence. Und zwar habe ich mir das eben auch gescreenshottet. Und zwar ist der Ersatz die I Love Extreme Crazy Volume Mascara. Die habe ich allerdings noch nicht getestet. Die wollte ich mir jetzt als nächstes mal zulegen, weil die sieht vom Bürstchen her auch wieder ganz genauso aus, weil manchmal überholt Essence ja einfach die Produkte und es sind quasi die gleichen, nur mit einer anderen Verpackung. Und ich schätze mal, dass das hier auch der Fall sein könnte. Die Bewertungen sind sehr gemischt. Manche Leute lieben die Mascara, manche Leute finden sie gar nicht gut. Von daher bin ich da sehr, sehr gespannt. Aber ich hoffe, dass sie dieser hier sehr nahe kommt, weil das ist wirklich so ein toller und günstiger Dupe. Ich zeige euch heute sowohl Drogerieprodukte, die leer gegangen sind, als auch High-End-Produkte, die leer gegangen sind. Und hier habe ich jetzt ein teureres Produkt von der Marke Beauty Mates. Beauty Mates mag ich insgesamt sehr gerne. Ich liebe deren Gesichtscreme. Das ist der Hyaluron Cream Boost und auch deren Booster dazu. Funktioniert für mich richtig gut. Und das hier ist mein absoluter Favorit. Das ist mein liebster Booster. Und zwar ist das einfach der Selbstbräuner Booster. Der kostet so ungefähr 20 Euro, aber ist wirklich jeden Cent wert. Ich verwende den sehr, sehr gerne für mein Gesicht und für mein Dekolleté. Mische mir den einfach unter meine Gesichtscreme. Es muss auch gar nicht die von Beauty Mate sein. Funktioniert auch mit anderen Gesichtscremes. Und ich habe den Selbstbräuner auch schon auf meinem Körper getestet. Mehrfach und habe den dann einfach mit der Bodylotion vermischt und dann einfach meine Haut eingecremt und mein ganzer Körper ist davon richtig schön braun geworden, ohne orangestichig zu werden und auch ohne, dass irgendwelche Flecken entstanden sind oder so. Von daher, den finde ich richtig gut. Ich teste allerdings gerade alternative Produkte aus der Drogerie und schaue mal, ob ich da einen passenden Dupe finde. Aber bisher ist das hier für mich echt der beste Selbstbräuner und auf den kann ich mich immer zu 100% verlassen. Als nächstes habe ich dann mein Rasiergel aufgebraucht und da hatte ich eine Limited Edition von Balea. Ich mag die Rasiergel Limited Editions von Balea immer ganz gerne. Gerade habe ich so eine richtig fruchtige Sorte in der Dusche, die ist richtig geil. Die duftet so richtig schön nach Mango und Passionsfrucht. Und das hier war die Sorte Soft Feeling mit dem Duft nach Mandeln und sanften Baumwollblüten. Für mich hat das ehrlich gesagt einfach ganz leicht nach Marzipan geduftet. Das war super toll für die kühlere Jahreszeit und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das Rasiergel ist wie immer bei den Limited Editions sehr, sehr schön weich gewesen. Man konnte das gut auf seine Haut verteilen und der Rasierer ist richtig schön über die Haut gegleitet. Von daher muss ich immer so ein Rasiergel zu Hause haben. In meinem nächsten Produkt ist noch ein ganz kleines bisschen drin, aber es ist relativ schwierig, das rauszubekommen. Und zwar ist mein Primer von NYX Cosmetics leer gegangen. Das ist der Honey Dew Me Up und den mochte ich wirklich sehr, sehr gerne. Kommt hier mit so einem Spachtel. Damit konnte ich mir dann immer etwas von dem Produkt auf meine Hände spachteln und danach habe ich das dann einfach auf meinem Gesicht verteilt. Und dieser Primer, der war so etwas, wie soll ich das am besten beschreiben von der Konsistenz her? Das war so klebrig, flüssig und auf der Haut hat sich das super schön pflegend angefühlt. Der ist schön schnell eingezogen und hat die Haut so ein bisschen, ich sag mal, klebriger gemacht, damit die anderen Produkte darauf sehr gut haften. Und der hat dafür gesorgt, dass mein Make-up super lange gehalten hat, dass meine Haut immer gut aussah. Und ich habe den gerne auch noch ein bisschen auf meinem Hals und Dekolleté verteilt, wenn ich noch ein bisschen Reste auf meinen Händen hatte, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass meine Haut das Produkt so richtig aufsaugt. Den würde ich mir definitiv nochmal kaufen. Ich werde jetzt allerdings erstmal noch andere Primer testen, weil der kostet zwischen 16 und 17 Euro, glaube ich. Also der ist recht teuer. Aber wie gesagt, fand ich den auch richtig gut. Also kann ich auf jeden Fall sehr, sehr weiterempfehlen, trotz des Preises. Dann sind auch noch meine Olaplex-Produkte leer gegangen und die finde ich ganz, ganz toll. Ich hatte hier einmal die Nummer 4, das ist das Shampoo, und einmal die Nummer 5 und das ist der Conditioner. Und ich habe immer zuerst meine Haare mit einem Drogerie-Shampoo gewaschen, das Ganze
ausgespült und dann habe ich erst das Shampoo von Olaplex genommen, weil ich einfach erstmal meinen ganzen Kopf reinigen wollte. Und dann habe ich das Shampoo genommen, habe wirklich nur so viel gebraucht, also es ist super ergiebig. Und davon fühlen sich die Haare so schön weich an. Und auch der Schaum, der entsteht, der ist richtig schön weich und geschmeidig. Und wenn man das Ganze dann aus seinen Haaren ausspült, dann sind die richtig schön weich und glatt. Und man merkt schon, dass sie sehr schön gepflegt wurden. Und danach habe ich dann immer hier den Conditioner, also die Nummer 5, verwendet. Davon habe ich auch nur so viel benutzt. Also ich habe immer weniger von dem Conditioner gebraucht als von dem Shampoo. Deswegen hat der Conditioner auch ein bisschen länger gehalten. Und das habe ich dann einfach als Add-on noch so ein, zwei Minuten einwirken lassen. Und das hat meine Haare dann nochmal ein bisschen weicher gemacht. Wobei ich sagen muss, dass für mich das Must-Have-Produkt von den beiden auf jeden Fall das Shampoo ist, weil ich da den größten Effekt bei meinen Haaren gespürt habe. Also wie gesagt, war der Conditioner einfach nur noch so ein Add-on. Aber ich habe zwischendurch auch mal einen anderen Conditioner dazu getestet und das hatte quasi den gleichen Effekt. Von daher, in Kombination sind die super. Aber für mich braucht man eigentlich nur das Shampoo. Ich habe jetzt als nächstes Produkte von Bumble und Bumble, die ich teste. Deswegen werde ich mir erstmal nicht neue Olaplex-Produkte zulegen, aber ich kann die euch wärmstens ans Herz legen. Ich verlinke euch die Sachen auch gerne mal in der Infobox, die ich heute zeige. Könnt ihr euch das gerne mal genauer ansehen. Also die haben meinen Haaren schon wirklich dabei geholfen, gesund und lang zu werden. Und ich habe ja sehr lange Extensions getragen und aktuell trage ich ja wirklich gar keine mehr. Als ersten Schritt meiner Gesichtsreinigung habe ich zuletzt dieses Reinigungsöl hier von Balea verwendet. Beziehungsweise habe ich als erstes meine Finger nass gemacht und bin damit einmal so über meine Wimpern gegangen, damit sich die Mascara schon so leicht lockert. Und dann habe ich 2 Pumpstöße von dem Balea Reinigungsöl verwendet und habe das dann in meine Haut einmassiert und vor allem auch an meinem Auge, um dann die Mascara komplett zu lösen. Und es hat super gut funktioniert. Ich habe danach dann noch einen Reinigungsschaum verwendet. In Kombination hat das sehr gut harmoniert und als ersten Schritt kann ich das hier definitiv empfehlen. Also das Produkt sorgt wirklich dafür, dass die Haut erstmal schön gereinigt wird und dass der größte Teil des Make-ups und auch der Mascara wirklich vom Gesicht gelöst werden. Und das würde ich definitiv nochmal kaufen. Aktuell habe ich noch ein Produkt von Yepoda, was ich aufbrauche. Aber danach werde ich mir das hier ganz bestimmt nochmal kaufen. Diese Bodylotion hier habe ich euch schon öfters gezeigt. Das ist nämlich eine meiner liebsten Bodylotions aus der Drogerie. Ich habe so ein paar Bodylotions, zwischen denen ich immer wechsle. Und zuletzt habe ich jetzt diese hier von Dove verwendet. Das ist die Bodylove Verwöhnende Pflege mit Shea Butter und Vanilleduft. Und die mag ich sehr, sehr gerne, weil die von der Konsistenz her so ein bisschen leichter ist. Sie zieht schnell ein, sorgt trotzdem dafür, dass die Haut richtig schön gepflegt ist. Und man hat so einen leicht süßlichen Vanilleduft mit drin, was ich auch ganz, ganz toll finde. Und die werde ich mir definitiv wieder kaufen. Also ich habe insgesamt 3 oder 4 Bodylotion-Favoriten. Und ich glaube, die sind fast alle von Balea. Ich glaube, 3 davon sind von Balea. Und die finde ich, sollte man auf jeden Fall mal getestet haben. Da ich immer wechsle zwischen Drogerie-Aufgebraucht-Videos und Drogerie- und High-End-Aufgebraucht-Videos, gibt es hier immer so ein paar High-End-Produkte, die sich ansammeln. Wie zum Beispiel auch diese Haarmaske hier von Kérastase. Die habe ich schon vor längerem aufgebraucht. Das ist eine Haarmaske aus der Therapist-Reihe. Und die Therapist-Reihe habe ich sehr, sehr gerne verwendet, als ich noch so ganz hellblonde Haare hatte und sie immer wieder blondiert habe. Und da hat sie mir wirklich sehr, sehr gut geholfen und hat meine Haare richtig gut gepflegt und denen genau das gegeben, was sie gebraucht haben. Weil diese Haarmaske ist für extrem geschädigtes Haar gut geeignet. Und jetzt zuletzt hat sie leider dafür gesorgt, dass meine Haare immer so richtig schnell fettig geworden sind. Sie ist einfach jetzt zu reichhaltig für mich. Ich habe sie zum Schluss einfach nur so ganz unten in den Spitzen irgendwie verwendet. Und selbst da war es dann manchmal zu viel und es ist trotzdem irgendwie nach einem Tag alles wieder fettig gewesen. Von daher, dieses Produkt kann ich euch nur bei sehr stark geschädigten Haaren weiterempfehlen. Also wenn ihr jetzt auch so naturbelassene Haare habt wie ich, dann würde ich da eher die Finger von lassen. Aber für mich ist das wirklich eine absolute Geheimwaffe bei kaputtem Haar. Dieses Haarspray hier habe ich schon 3 oder 4 Jahre in meinem Schrank. Ich habe wirklich ewig gebraucht, um das aufzubrauchen. Ich habe das nämlich immer nur zwischendurch mal verwendet für bessere Anlässe, damit ich ja wirklich ein Haarspray hatte, auf das ich mich sehr verlassen konnte. Das ist von L'Oreal, das Force 5 Airfix Haarspray und das fand ich richtig toll. Das kann ich euch sehr ans Herz legen, das ist aber auch so ein bisschen teurer. Aber ich konnte damit zum Beispiel meine Haare toupieren und das fixieren, das hat die ganze Zeit gehalten. Ich konnte mir so ein bisschen oben auf die Haare sprühen, wenn die so abstanden.
die glatt machen und es hat auch wirklich die ganze Zeit gehalten. Also darauf kann man sich zu 1000% verlassen. Ich habe jetzt allerdings auch hier von dieser Marke das Haarspray. Das ist von Andrew Fitzsimmons, das Hard Stronghold Hairspray. Und das tut ungefähr das gleiche wie das und das ist noch günstiger. Deswegen würde ich euch das hier auf jeden Fall sehr, sehr ans Herz legen. Das hier natürlich auch, aber das hier ist ein Drogerieprodukt. Das kriegt ihr zum Beispiel bei Müller. Und es ist viel günstiger und hat, wie gesagt, den gleichen Effekt. Von daher, falls ihr nach dem perfekten Haarspray sucht oder etwas sucht mit mehr Halt und wo man sich drauf verlassen kann, dann schaut euch diese beiden Produkte gerne mal genauer an. Wie gesagt, das hier ist meiner Meinung nach einfach so ein kleines Dupe zu dem L'Oreal Haarspray. Ihr Lieben, ich hoffe sehr, dass euch mein Video gefallen hat. Wenn ja, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben da zu lassen, fleißig zu kommentieren. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns ganz bald wiedersehen. Macht's gut. Ciao.